Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Wir sind die Flashlight Geeks und heute geht es um die OLED Seeker 2 Pro. Im weiteren Verlauf allerdings auch um die Lampe, die ihr hier schon in der Mitte seht. Das ist die R50 Pro Seeker. Die ist natürlich schon ein bisschen länger auf dem Markt, ein paar Jährchen, um genau zu sein. Aber die sind sich doch relativ ähnlich, deswegen wollen wir die mal mit reinnehmen und die beiden später mal ganz kurz miteinander vergleichen. Aber jetzt geht es erstmal um die OLED Seeker 2 Pro, die ungefähr Mitte 2019 auf den Markt kam. Wir hatten sie damals auch direkt. Da gab es ja wie immer bei OLED so eine Aktion, ne? Wenn die Lampen rauskommen, ja dann kriegt man die recht günstig, weil ich meine, sonst sind sie ja auch recht teuer, muss man ja sagen. Ja, OLED hat schon ambitionierte Preise, aber es gibt halt immer bei denen ein Angebot. Und genau, wenn eine Lampe neu rauskommt, dann kommt sie auch immer direkt erstmal ins Angebot. Du hattest ja erst in Schwarz, soweit ich mich erinnern kann. Genau. Ja, und jetzt kam da noch so eine orangene dazu. Genau, die orange war die letzte, die ist leider schon wieder vergriffen, die war limitiert auf 1000 Stück. Und die in Desert Tan, die gibt es aber noch und die schwarze gibt es momentan natürlich auch noch. Genau, dann schauen wir uns die jetzt erstmal ein bisschen genauer an. Ne? Genau, und dann gehen wir nachher nochmal auf den Vergleich ein. So ist es. Gut, würde sagen, wir arbeiten hier mit der Desert Tan. Ja. Zeigen wir vielleicht erstmal, was alles dabei war. Genau. Es gibt ein Holster, und zwar wirklich ein ganz anständiges Holster. Mit einem Druckknopf hinten nochmal und einer Lasche, wo man den Gürtel durchführen kann. Und auch hier ist wirklich ordentlich gearbeitet. Also da kann man nichts sagen, die Lampe passt gut rein und sitzt sicher. Genau, wir verwenden zwar nie Holster, aber... Seltenst, genau. Dann gibt es ein Ladedock. Ein magnetisches Ladedock, wie man sieht. Da kann man die Lampe dran pinnen und über dieses Ladedock laden. Das kann man an der Wand befestigen. Das Befestigungsmaterial ist auch dabei gewesen. Also Schrauben sind dabei oder es gibt halt genau, 3M-Folie zum Kleben. Und aber Schrauben waren auch dabei. Ja. Und dann gibt es natürlich noch das obligatorische magnetische Ladekabel von OLED mit USB-Anschluss und dann halt praktisch hier hinten den magnetischen Pin, der auf der Lampe hält. Ja, das gab es noch dazu. Dann natürlich eine Bedienungsanleitung, ganz klein, vielen, vielen Sprachen. Ausführlich genug und auch das Deutsch ist gut übersetzt. Und dann kam die natürlich hier in dieser wunderschönen Verpackung, was eigentlich schon fast ein bisschen was von iPhones hat, mit Magnetverschluss. Und hinten sind schon mal alle Werte drauf. Also ist ordentlich, was da geliefert wird. Kann man sich nicht beschweren. Ja, macht einen runden Gesamteindruck. Definitiv. Und die Lampe ist auch top verarbeitet. Anodisierung ist auch wirklich gut. Keine Fehler, also weder bei der schwarzen noch bei der Desert Tan noch bei der orangen. Ja, okay. Schauen wir uns die Lampe erstmal von außen an, oder? Ja, würde ich sagen. Hier an der Seite sehen wir schon mal, haben wir so eine Silikoneinlage mit so ganz leichten Vertiefungen für die Finger. Hinten haben wir das Magnetladedock. Es gibt hinten keinen Schalter, es gibt nur den Seitenschalter. Das reicht aber auch vollkommen. Vorne haben wir drei LEDs. Ich glaube, sie hatten was von hochperformanten LEDs geschrieben. Und es war auch ein bisschen schwierig rauszufinden, was es überhaupt für welche sind. Aber es sind wohl Cree. Das weiß ich nicht. Ja, ich hatte mal nachgelesen und es ist wohl eine Cree XPL HD LED. Drei davon. Drei davon, ganz genau. Was einem ja eben schon zeigt, also über eine Tierlinse noch, also über drei Tierlinsen. Was eigentlich schon sagt, dass es eher eine flutige Lampe ist, der Leuchteindruck. Ja, wollen wir mal die Bedienung zeigen? Würde ich sagen, oder? Genau, schauen wir uns mal die Bedienung an. Gut, also es wird alles über den Seitenschalter gemacht. Das Schöne bei diesem Seitenschalter ist, dass hier seitlich, links und rechts, nochmal vier LEDs sind. Und zwar einmal für die Helligkeitsstufen, wenn man sie einschaltet, dann sieht man auch, dass jetzt zum Beispiel zwei hier leuchten. Ich glaube, man kann es erkennen, oder? Ja. Ich sag mal ja. Und auf der anderen Seite leuchten natürlich nicht ewig. Man sieht es. Und auf der anderen Seite ist praktisch der Akkustand, wird hier einem angezeigt über vier LEDs. Und
Erste LED natürlich bis 75%, zweite bis 50, 25 und die letzte LED ist dann unter 25% und die würde dann auch rot leuchten irgendwann. Von dem Grün würde sie auf Rot gehen, wenn man den Akku laden soll. Also das geht nur mal kurz an, wenn man sie anschaltet und geht dann wieder aus? Genau. Dann stört es einem auch nicht, wenn man jetzt im Firefly-Modus ist oder so. Ist aber praktisch. Ne? Ich finde das wirklich sehr schön. Ja. Das gefällt mir richtig gut an der Lampe. Ja, das ist schön. Das ist auch, das kann man vielleicht ganz kurz sagen, die Sika 2 Pro gibt es auch ohne das Pro. Und bei der Lampe ohne Pro, da gibt es eben diese zwei Anzeigen nicht. Mhm. Die hat andere LEDs drin, die hat Osram-LEDs, hat statt 3200 Lumen wie diese Lampe nur 3000 Lumen. Ist also eine abgespeckte Version von der Sika 2, deswegen heißt die eben auch Pro. Ja, aber das mit diesen kleinen LEDs in diesem Ring ist schon schön gemacht. Das ist super, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und es ist auch wirklich übersichtlich, man weiß gleich, in welcher Leuchtstufe man ist. Ja. Das ist schon eine schöne Sache. Okay, dann gehen wir nochmal die Leuchtstufen durch, oder? Genau. Also, oder erstmal überhaupt die Bedienung. Man schaltet die Lampe ein. Ja, ist OLED-typisch, ne? Wie genau. Bei OLED. Kurzer Druck einschalten, ein weiterer kurzer Druck ausschalten. Mhm. Das ist ja schon mal nicht so schwer. Dann, wenn ich die Leuchtstufen durchschalten will, halte ich den Seitenschalter gedrückt und komme durch die verschiedenen Leuchtstufen. Genau. Dann würde ich sagen, gucken wir gleich mal. Das ist jetzt die Low-Leuchtstufe. Das ist noch nicht die niedrigste, aber es ist Low. Ja, bei Low, da sind wir bei 50 Lumen und bei einer angegebenen Laufzeit von 52 Stunden. Ja, die nächste Leuchtstufe wäre dann Medium. Das wäre Medium mit 300 Lumen und einer angegebenen Laufzeit von 9,5 Stunden. Und dann kämen wir hier schon in High. Da sind wir bei 1200 Lumen und das soll 110 Minuten leuchten. Und schalte dann auf 600 Lumen runter, um dann nochmal 30 Minuten zu leuchten. Genau, und wir haben auch Laufzeittests gemacht, wie wir das immer machen. Ja. Und da werden wirklich die Werte von OLED alle bestätigt. Und zum Beispiel jetzt diese 1200 Lumen, 110 Minuten lang, das ist schon wirklich ordentlich. Und das schafft die Lampe. Also die ist wirklich dauerbetriebsfest, fast 2 Stunden mit über 1000 Lumen. Das gefällt mir echt richtig gut. Gut, dann haben wir ja noch den Turbo-Modus. Genau, den Turbo. Das ist praktisch ein Doppelklick. Dann sind wir im Turbo-Modus. Genau, das ist dann die höchste Stufe mit den 3200 Lumen. Das hält sie natürlich nur 2 Minuten und schaltet dann auf 600 Lumen herunter. Und das soll dann nochmal 150 Minuten halten. Genau. Noch eine kurze Sache. Wir haben es angesprochen, die Laufzeittests haben wir gemacht. Wir haben die Lampe eingeschaltet und sie dann laufen lassen, bis sie sich von alleine ausschaltet und alle wie viele Minuten abgelesen? Ja, so alle am Anfang alle Minute und dann ab 15 Minuten alle 15 Minuten, genau. Und den Laufzeittest in der ausführlichen Tabelle findet ihr in unserem Post zu dieser Lampe. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Genau, so sieht's aus. Den Turbo erreiche ich auch als Direktzugriff, wenn die Lampe aus ist, mit einem Doppelklick. Bin ich auch im Turbo. Und wenn ich dann einen weiteren Doppelklick mache, komme ich wieder, wenn sie vorher auf High oder Medium war, komme ich auch wieder auf Medium. Und wenn sie auf Low war, komme ich auch wieder auf Low mit einem weiteren Doppelklick. Also ich komme dann wieder auf die Leuchtstufe, die vorher angeschaltet war. Und wenn ich den Turbo jetzt eingeschaltet habe und sie ganz ausschalten will, brauche ich auch nur einen Klick. Ist ja, klar. Ja. Aber um wieder auf eine... Und sie hat auch Memory, die Lampe, das ist natürlich klar. Wenn der Turbo eingeschaltet war, den speichert er allerdings nicht im Memory und den Stroboskop speichert er nicht im Memory. Das ist ja üblich. Das ist üblich. Fast allen Lampen der Fall. Ab Stroboskop können wir dann auch gerade zeigen, wo wir schon angesprochen haben. Das ist ein Dreifachklick. Genau, jeder, der das nicht möchte, gut, war jetzt zu spät. Aber ach so, jeder, der das nicht reingucken möchte. Ja, wobei also, auf der Kamera ist das meistens nicht so aggressiv und schlimm. Das stimmt. Aber trotzdem sollte man es vorher sagen. Dreifachklick oder mehr Klicks. Also 4 oder 5 kommt man auch zum Stroboskop. Wenn man jetzt und 6? Ich habe es noch nicht probiert, aber... Und 7? Okay, wir drücken mal. Drück mal 7 mal. Oh, also der Stroboskop geht an, wenn man mehr als 2-mal klickt. Super. Also ab 3-mal. Dann haben wir noch einen Moonlight-Modus. Genau, Moonlight-Modus geht zu schalten, nur wenn die Lampe aus ist. Und zwar, indem man den Seitenschalter gedrückt hält. Und dann geht der Moonlight-Modus an. Was haben wir da? Ja, das sind 5 Lumen und eine Laufzeit von 12 Tagen. Mhm. Die haben wir natürlich jetzt nicht im Laufzeittest getestet, nee, aber da vertrauen wir mal, weil die anderen Werte auch wirklich gut gestimmt haben. Ja. Und ja, jetzt ist 5 Lumen für ein Moonlight ist okay. Manche Leute hätten vielleicht gerne noch einen niedrigen Wert von, sagen wir mal, 1 Lumen oder 1,5 Lumen ist auch gerne genommen. Aber ja, 5 ist ja schon mal nicht so verkehrt. Da kann man schon so einiges
Anfang und eine Laufzeit von 12 Tagen, das ist natürlich dann eine schöne Sache. Ne? Ja. Achso, was man vielleicht auch noch sagen könnte, diese Lampe hat auch einen Timer und einen 3- und einen 9-Minuten-Timer. Ob man das braucht, ist natürlich die andere Frage. Ja. Wir zeigen halt nur mal, wie er einzuschalten ist. Wenn die Lampe eingeschaltet ist, jetzt gehen wir mal auf ein bisschen höheren Modus und ich schalte den Timer ein, dann leuchtet sie in dieser Leuchtstufe, die ich gerade eben betrieben habe, leuchtet sie praktisch weiter. Und zwar drückt man den Seitenschalter 2-mal und den 2. Klick hält man. Und dann blinkt sie 1-mal, das heißt, der 3-Minuten-Timer ist eingeschaltet. Jetzt würde die Lampe nach 3 Minuten ausgehen. Mhm. Wenn ich jetzt das gleiche nochmal mache, drücken, halten, blinkt sie 2-mal, das ist der 9-Minuten-Timer und dann würde die Lampe nach 9 Minuten ausschalten. Also das wäre der Timer. Wer ihn braucht, also ich brauche ihn jetzt nicht. Der ein oder andere Hersteller zeigt halt gerne, was mit so einem UI möglich ist, aber ja. Wir hatten auch schon andere Lampen mit Timer, waren auch OLED-Lampen, aber benutzt haben wir sie noch nie und wir kennen jetzt auch keinen, der das bräuchte, aber gut. Ja, das ist ja bei vielen technischen Geräten so, dass da immer viele Funktionen eingebaut sind, die man nie braucht, aber man hat sie halt. Genau. Vielleicht nochmal kurz die üblichen anderen Werte, ne? Dass man sagt, so mit IPX-Geschichten und so. Ach so, ja genau. Also ist IPX8 wasserdicht bis 2 Meter. Mhm. Und der Akku, den haben wir uns ja noch gar nicht angeschaut. Den haben wir uns auch noch nicht angeschaut. Aber Fallhöhe, wie war es damit? Fallhöhe, ich glaube 1,50. 1,50 war das. 1,50 glaube ich auch, ja. Schauen wir mal uns den Akku an. Das ist ja bei OLED immer ganz speziell. Ja. Und hier natürlich in diesem Fall auch. Leider, auch wieder ein ganz spezieller Akku. Ist ein 21700er Akku mit 5000 mAh. Das ist natürlich eine ordentliche Leistung. Das ist ein super Akku an sich. Ja. Das Blöde ist nur, dass OLED hat immer Spezialakkus. Dadurch, dass die Lampe eben hinten über dieses magnetische Ladedock zu laden ist, hat es auf einer Seite immer Plus- und Minuspol gleichzeitig. Mhm. Das heißt also, es ist recht schwierig in diese Lampen, also ich wüsste jetzt auch gar keinen, der da reinpasst, den anderen 21700er reinzumachen. Würde ich auch gar nicht ausprobieren, weil der auch von der Länge her genau passt. Und bei OLED nicht viel mit Federn gemacht ist. Also es federt so ganz, ganz minimal. Aber es passt eigentlich nur richtig gut, dieser OLED-Akku. Und das ist einer der großen Nachteile. Ich meine, das gilt ja im Prinzip für fast alle OLED-Lampen. Nicht für alle, aber für viele. Die eben dieses magnetische Ladedock haben. Das heißt, man muss die Akkus in der Lampe über das Magnetladedock laden. Man kann die Akkus nicht in einem externen Ladegerät laden. Ja, also es ist auf jeden Fall sehr schwierig. Ja. Bei dem habe ich es schon mal gemacht, indem man hier vorne einen kleinen Magnet drauf pinnt, auf dem Pluspol, dann ist es etwas erhöht. Dann könnte man das auch machen, aber dafür sind sie nicht gemacht. Dafür sind sie nicht gemacht und das ist schon ein Nachteil, weil wir laden unsere Akkus gerne im Profi-Ladegerät. Wir haben mehrere Ladegeräte, haben auch schon mal einen Artikel drüber geschrieben, was wir im Moment verwenden. Wahrscheinlich gar nicht mehr so aktuell, aber sind viele gute Ladegeräte dabei. Und das ist für uns einfach immer, also wenn man die Wahl hat, also ich mache das auch bei, E-Zigaretten, Taschenlampen, bei allen Sachen lade ich meine Akkus, das ist alles High-Drain-Akkus, das sind also Hochstrom-Akkus, die würde ich nie, also zum Beispiel bei so einer E-Zigarette würde ich einen Akku nie in der E-Zigarette laden. Letzten Endes weiß man nie, was da für eine Ladeelektronik verbaut ist und bei meinem Ladegerät weiß ich, das ist ein Gerät, was nur dafür gebaut wurde, um Akkus zu laden. Ja. Das ist einfach sicherer, meiner Meinung nach. Und das ist halt einer der Nachteile bei diesen Lampen, die dieses Magnetladedock haben. Ne? Ja, wobei es wahrscheinlich schon auch sehr zuverlässig ist. Es lädt auch wirklich gut. Über das Ladedock lädt auch bis annähernd 4,2 Volt auf. Trotzdem, die Wahl zu haben, ist dann einfach schöner. Ja, genau. Aber dann könnte man eben nicht mehr dieses Ladedock verwenden, würde man hier einen herkömmlichen Akku einbauen. Das stimmt, genau. Und viele mögen das. Ich meine, klar, wenn ich diese Lampe jetzt mitnehme und möchte die aufladen, dann bräuchte ich dieses Magnetladedock. Das stimmt, genau. Geht mir das abhanden, dann war es das mit dem Aufladen. Ja, unterwegs geht da nichts. Schnell mal mit einem USB-Kabel oder einem kleinen USB-Anschluss an der Lampe. Das ist halt, also die haben Vorteile. Ich meine, ich mag die wirklich gerne. Man klippt die dran, das macht Spaß. Dann werden die aufgeladen, dann haben die hinten noch so einen kleinen Schnippel dran, der dann grün leuchtet. Und wenn die voll ist, also wenn die voll ist, leuchtet der grün. Ja, man könnte mal gucken, ob man es vielleicht sogar sehen kann. Beim Laden, glaube ich, rot und so. Das ist schon schön gemacht. Das macht auch Spaß und funktioniert auch zuverlässig. So ist es nicht, ne? Ich weiß nicht, ob man... Jetzt leuchtet er grün. Weil er voll ist. Genau, weil er voll ist. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann.
Aber auf jeden Fall leuchtet dieses Seitenplastikteil hier, das leuchtet grün. Genau. Aber der Akku scheint schon voll zu sein, den hatte ich auch vorhin geladen. Denn ansonsten wird es jetzt rot leuchten. Genau. Ja, aber gut, das ist halt, wenn man oder Lampe kauft, weiß man das, dann mag man das entweder, man mag es nicht, dann wird man es eher nicht kaufen. Aber es ist schon eine schöne Sache mit diesem Magnetladung, das macht Spaß und so weiter, aber hat eben die vorhin angesprochenen Nachteile. Genau, und eben der einzig für die OLED-Lampe nutzbare Akku und es geht eben auch kein anderer Akku rein. Genau. Ja. Achso, eine Sache haben wir gerade vergessen, was mir einfällt, die Lampe ist sperrbar. Ja, okay. Seitenschalter gedrückt halten und dann geht nichts mehr, dann leuchtet hier unten. Habe ich es überhaupt zugeschraubt? Oder habe ich den Akku falsch rum drin? Oder habe ich den Akku überhaupt drin? War er falsch rum drin? Ich glaube, ich hatte ihn falsch rum reingelegt. Ja. Okay, jetzt ist die Lampe leider explodiert. Hm. Nein, sie geht noch. Sie geht noch. Ja. Also, Seitenschalter gedrückt halten, bis kurz der Firefly angeht. Und dann ist die Lampe gesperrt. Wenn ich dann kurz drauf drücke, leuchtet nur hier unten das rote kleine Lämpchen auf und sagt mir, die Lampe ist gesperrt. Und wie sperren wir die immer? Moment, jetzt zeigen wir erst noch, wie man sie entsperrt. Und zwar auch wieder gedrückt halten, bis der Moonlight-Modus angeht. Dann kann man sie wieder ganz normal schalten, die Lampe. Und man kann sie, ich glaube, sie hat auch einen mechanischen Lockout, könnte man hier machen, indem man die Endkappe löst. Jawohl, das geht hier. Also hier kann man auch einen mechanischen Lockout nutzen. Und das finden wir eigentlich immer gut, wenn das geht. Ja. Weil das geht einfach viel schneller. Geht ja auch nicht immer und bei jeder Lampe. Genau, genau. Es gibt auch OLED-Lampen, wo es nicht geht. Aber wenn es geht, dann... Dann ist es schön, genau. Ist schön, ja. Ja, das wäre eigentlich so das zur Bedienung. Ja. Und so die groben Features. Jetzt wollen wir erst nochmal kurz auf die andere dann... Erst nochmal hier, weil wenn wir schon dabei sind, also ich habe mir die auch länger angeschaut und habe so ein paar Nachteile schon entdecken können. Also zum einen ist es natürlich so, Optik ist immer eine Geschmacksfrage. Ne? Also mir gefallen zum Beispiel diese Silikoneinlagen gar nicht. Mhm. Die fühlen sich schön an, ja. Die sind griffig, aber ja, ist irgendwie so wie ein Kachelwohnzimmertisch, finde ich so. Ich meine, nichts gegen Kachelwohnzimmertisch. Da steht ein Weizenbier auch wunderbar drauf, aber es ist halt nicht mein Style. Ja? Also ja. Mir gefällt das nicht. Das, okay. Aber dir gefällt es. Ja, ich finde es super, es greift sich schön an und mir gefällt es auch optisch ganz gut. Gerade bei der Orangen finde ich diese schwarzen Einlagen richtig super, weil dann auch der Schalter so schwarz umrandet ist und hier vorne der Besel ist schwarz. Da finde ich, sieht das sehr schön aus. Aber wie gesagt, ist ja Geschmackssache. Ist Geschmackssache, ja. Genau. Da sind wir unterschiedlicher Meinung. Dann muss ich sagen, als die angekündigt wurde und dann rauskam, hatte ich mich eigentlich gefreut, weil, wie gesagt, ich habe ja die R50 Pro Seeker, die hatte ich ja auch schon seit ein paar Jahren und dachte dann, oh, wenn jetzt die Seeker 2 Pro kommt, dann ist es ja wahrscheinlich Nachfolger und mit deutlich verbesserten Werten und so weiter, aber das war gar nicht der Fall. Also, ja, ich weiß nicht, ob man so überhaupt als Nachfolger der R50 Pro Seeker betrachten kann oder ob man sie bei OLED so betrachtet. Aber so von den technischen Daten und von den Werten gab es da für mich keine Verbesserung, muss ich sagen. Nee, und da habe ich mir wirklich mehr erwartet. Ja, das waren auch keine so großen Verbesserungen, das stimmt, ja. Ja, dann hatten wir schon einen Nachteil angesprochen mit den Akkus, ne? Das weiß man halt, mit diesem magnetischen Ladelock sind wir drauf eingegangen. Dann gibt es noch das Thema Magnet, ne? Also wir haben in der Endkappe, die sind ja magnetisch und da meine R50 Pro Seeker, die hält mit einem extrem krassen Magnet, also waagerecht, ohne Probleme, am Kühlschrank, an metallischen Gegenständen. Überall. Hält wirklich überall. Ja, weil der auch einfach ein bisschen größer ist hier hinten. Ja. Und bei der Seeker 2 Pro, die hält in der waagerechten, wie man sieht, obwohl das jetzt hier Vollmetall ist, also Volleisen, in der waagerechten hält sie einfach nicht. Das ist schwach. Das finde ich auch schwach. Das finde ich eine dünne Nummer. Ja. Ist schade, wenn man schon einen Magnet hinten verbaut, dann sollte der zumindest so stark sein, dass er eben die Lampe auch in der waagerechten halten kann. Und über Kopf hält sie? Ja, über Kopf, das ist kein Problem. Das sieht man ja auch beim Ladedock. Ja. Sieht man es überhaupt jetzt hier? Ja, doch. So hält sie schon. Das ist kein Problem, nur waagerecht nicht. Und da war ich schon enttäuscht, weil die R50 Pro Seeker hält wirklich bombenfest waagerecht. Und das ist schon, also finde ich, wenn man den Magnet einbaut, dann muss das da auch gegeben sein, finde ich. Also ist schwach. Das stimmt. Gut, dann finde ich, dass sie nicht besser in der Hand liegt als die R50 Pro Seeker.
auch nicht durch die Silikoneinlagen. Ich meine, die liegt gut in der Hand, liegen beide gut in der Hand, aber dadurch, dass sie noch ein bisschen dünner ist, könnte man vielleicht sogar sagen, dass die R50 besser in der Hand liegt, wenn man ein bisschen dickere Rohre mag. Es ist Geschmackssache. Ja. Ja, also ich finde auch eigentlich, die R50 liegt fast einen Tacken schöner. Also bei einer Männerhand, bei einer etwas größeren Hand, liegt die R50 ein bisschen besser in der Hand als die Sika 2. Ja. Wobei sie auch schön in der Hand liegt. Ja, die liegen beide gut in der Hand. Ja, aber haben beide eine schöne Größe. Sind auch beide genau gleich lang. Aber das, was du so lustig fandest, das dickere Rohr, finde ich, liegt für eine Männerhand ein bisschen besser in der Hand. Ja, okay. Ha, ha, ha. So. Dann gibt's noch einen Nachteil, der letzte, aber die Magnetladedocks sind nicht untereinander kompatibel. Also, R50 Pro Sika hat natürlich auch Magnetladedock, das kann ich nicht für die Sika 2 Pro verwenden. Ja, man sieht es schon gleich von der Größe her. Finde ich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen blöd. Ja. Das ist der von der R50, huch, hält gut, ja, hält wie man super, sieht. Ja. Und der würde halt jetzt hier die Sache nicht laden, weil es keinen Kontakt bekäme. Allerdings, die Ladedocks, die jetzt für die Sika 2 passen, die passen auch bei vielen anderen neuen OLED-Lampen. Und ich denke, die haben sich jetzt auf dieses etwas kleinere Ladedock, also auf diese kleinere, nicht Dock, sondern auf dieses kleinere Lademagnetkabel praktisch eingeschossen. Ja, die machen die neuen, haben alle das Gleiche. Dann sind genau. Sie untereinander kompatibel, zum größten Teil zumindest. Aber Trotzdem ist die R50 Pro Sika jetzt ja noch nicht irgendwie 20 Jahre alt. Ja. Das stimmt, ja. Also das ist dann auch so eine Sache. Eine Sache fällt mir auch noch ein, und zwar zeig mir doch nochmal dieses L-Ladeteil. Ja. Und das ist nämlich auch so eine Sache. Von der R50 Pro Sika, von der hier, gab es ja auch eine LE-Version, diese Law Enforcement hieß das, glaube ich. Ne? Genau. Und die hatte ja so eine Ladeschale dabei, die auch als Notstrom dienen konnte. Das heißt also, wenn dann durch ja, wenn ein Stromausfall ist, ja, dann da war Infrarot. Genau, Infrarotkontakt, das ist hier drüben. Und wenn dann der Strom ausfällt, würde die Lampe in der kleinsten Stufe anfangen, automatisch zu leuchten. Ja? Das ist hier aber nicht der Fall. Also ich finde, wenn man schon so eine Ladeschale mit dazu gibt, dann hätte man diese Funktion ja irgendwie auch noch gleich mit einbauen können. Das hätte man machen können, ja. Wobei ich jetzt auch schon von vielen gehört habe, dass diese Ladestation, die es eben zur R50 dazu gibt, wo eben praktisch diese Notstromgeschichte ist, dass die Lampe sich eben, wenn ein Stromausfall ist, in der kleinsten Stufe einschaltet, da hat sie natürlich auch dauernd Kontakt und das geht natürlich sehr auf den Akku. Ja, das ist dann der Nachteil. Und da ist so ein Akku dann nach 1 bis 2 Jahren ist der einfach durch und dann braucht man einen relativ teuren OLED-Akku und wer weiß, wie lange es die gibt, die Akkus, das ist dann immer so eine Sache. Gut, wobei der im Moment um die 15 Euro kostet. Genau, 15 Euro, das geht eigentlich noch. Das geht noch. Für einen guten Akku ist es eigentlich in Ordnung. Ja. Ja gut, das wollte ich nur mal sagen, also ich war im Grunde genommen so ein bisschen enttäuscht von der Lampe, weil ich mir da einfach mehr versprochen habe. Das ist eine absolute Top-Lampe und wenn ich jetzt heute eine von beiden nur kaufen müsste, würde ich wahrscheinlich auch die neuere Version nehmen. Aber trotzdem habe ich mir ein bisschen mehr erwartet. Ja, ja. Okay, wollen wir gerade noch so auf die Unterschiede bei den Lampen eingehen? Ja. Gerade nochmal von außen. Also vom Gewicht her sind sie ähnlich. Ich glaube, die Sika 2 ist ein paar Gramm leichter als die R50 Pro Sika. Von den Akkus her haben wir hier natürlich den auch Spezialakku mit Plus- und Minuspol auf einer Seite. Den 26650er mit 4500 mAh. Hier hatten wir ja die 5000 mAh mit dem 21700er. Mhm. Gut, ladbar sind sie beide über das Magnetdock. Ja, hier haben wir einen Orange-Spielreflektor. Die Lampe ist recht flutig. Die hier ist auch flutig. Die ist insgesamt ein bisschen flutiger noch als die R50. Das sehen wir nachher draußen. Wir gehen nachher auch nochmal mit den Lampen nach draußen. Genau, und vergleichen die dort nochmal. Ja. Dann, was hatten wir uns denn noch so notiert? Ach so, bei den Ceiling Bounce, wir machen ja meistens, über den Ceiling Bounce machen wir ja meistens unsere Lumen-Tests. Das ist natürlich nicht 100%, aber es kommt immer ganz gut hin, was wir so testen. Wir haben da ganz gute Referenzlampen und da ist bei der Sika 2 Pro, die hatte wirklich ihre 3200 Lumen und bei der OLED R50 kamen wir leider nur auf 2600 bis 2700 Lumen von den angegebenen auch 3200. Also da hat OLED so ein bisschen übertrieben, was die Leistung angeht. Habe ich auch in anderen Foren jetzt schon gelesen gehabt, dass das bei der R50 so ist, wobei es eigentlich nicht großartig draußen auffällt. Gut, was natürlich auffällt, ist dann die Lichtfarbe. Das sehen wir dann, wenn wir rausgehen, ja. Weil hier bei der R50, das ist, glaube ich, neutral weiß. Genau, neutral weiß und hier
Es war kaltweiß. Aber kaltweiß, wobei man auch sagen muss, es gibt sogar nochmal Unterschiede zwischen der Orangen und der Desert Tan. Ja, haben wir vorhin gesehen. Genau, die Desert Tan ist noch ein bisschen wärmer, in Anführungsstrichen, mit ihrem Neutralweiß, im Gegensatz jetzt zur orangefarbenen Lampe. Die ist richtig weiß-weiß, kaltweiß. Also zumindest bei unseren Ausführungen. Wer weiß, ob das bei allen so ist, aber eigentlich dürfte das nicht sein, ne? Weil die ich glaube, die haben die gleichen LEDs drin, wobei sich da OLED in letzter Zeit ein bisschen bedeckt hält, was sie für LEDs reinbauen. Also war ein deutlicher Unterschied zu sehen. Es war auf jeden Fall ein Unterschied zu sehen, ja. Aber von einem Grünstich, wie das viele sagen, was es bei OLED oft gäbe, das finde ich eigentlich nie so richtig grünstichig. Ja. Es ist vielleicht immer so eine Sache, wie man das auch sieht. Ich würde eher sagen, das ist eher neutral war es einfach oder so ein leichtes Gelb. Ein leichtes Gelb, gelblich. Also so einen kleinen Gelbstich hat. Ja. Aber das ist ja auch wieder Geschmackssache. Manche mögen eben das Neutralweiß viel lieber, weil es natürlicher wirkt. Und das Kaltweiß wirkt ja oft so ein bisschen klinisch und eben, wie der Name sagt, sehr kalt und unterkühlt. Dadurch aber auch heller. Ne? Also da gibt es große Unterschiede, vielleicht auch gerade unter den Fotografen. Die einen sagen dann, nee, ist mir wirklich zu kalt und bevorzugen dann doch neutraleres Licht. Und das sehen wir nachher draußen, denn die OLED R50, die hat ja, wie gesagt, das neutrale Weiß, Neutral White und wirkt dadurch so ein bisschen gelbstichiger. Einfach. Genau. Was man auch gerade sieht, Wegrollschutz gibt es bei der Sika 2 Pro nicht. Ja, aber bei der auch. Ja, auch nicht so richtig, aber die liegt ein bisschen besser, aber hat auch keinen Wegrollschutz. Nee, die definitiv rollen nicht. Alle weg. Ja, deswegen stellen wir sie lieber hin, sonst rollen sie uns hier vom Tisch. Das können sie alle und sind halt auch gleich hoch. Ja, gleich hoch. So auf einen Millimeter genau, kann man sogar sagen. Genau. Gut, hier haben wir noch diese gezackte Bezel, aber die ist jetzt auch nicht so wild gezackt. Nee, ist jetzt nicht super aggressiv. Ist jetzt nicht kein Vergleich zu irgendeiner taktischen, mit der man da irgendwie irgendwas einschlagen soll. Aber das ist wahrscheinlich mehr so eine optische Geschichte. Ja. Was hatten wir noch an Unterschieden? Hier haben wir halt 3 Leuchtstufen plus den Turbo. Hier haben wir die 4 Leuchtstufen plus den Turbo. Hier haben wir keinen reinen Firefly. Hier ist die kleinste Leuchtstufe. Bei der, was war es denn? Also es gab auf jeden Fall keinen Firefly. Nee. Ich glaube, das waren 50 Lumen, die kleinste Leuchtstufe bei der R50 Pro Sika. Gut, dann haben wir halt hier... Ich glaube 60 sogar, ne? Oder 60, es kann auch sein, dass es 60 waren. 60 waren es. Ja. Gut, mit den Magneten, das hatten wir schon angesprochen. Ja. Und gut, hier haben wir halt die Akkustandanzeige hier im Seitenschalter nur praktisch, wenn der Akku ganz schwach wird, fängt es hier an rot zu leuchten mit dickem Schalter oder der ganze Schalter leuchtet. Und hier haben wir halt die Anzeigen von den Leuchtstufen und auch von... der Batteriestärke, der Akkustärke. Das ist schon schön mit diesen kleinen LEDs in dem Ring, das ist schon schön gemacht. Aber ansonsten fällt mir jetzt eigentlich nichts großartig wieder ein, was da noch Unterschiede sind. Nö, den Rest sehen wir dann draußen, weil was zählt, ist auf dem Platz. Genau. Und ja, wie sie draußen leuchten, zeigen wir euch gleich im Anschluss. Würde ich sagen. Gibt es noch irgendwas? Nö, erstmal nicht. Ich glaube, das war's. Ne? Okay. Aber nicht vergessen... Klickt mal in unseren Artikel, da haben wir nochmal ganz viele Beamshots. Genau, die auch immer viel Arbeit machen. Die viel Arbeit machen und da kann man auch an den Beamshots schon einen schönen Vergleich ziehen zwischen diesen Lampen. Ne? Auf jeden Fall, ja. Also da haben wir einige schöne Bilder und natürlich auch nochmal Tabellen und viele weitere Informationen, die jetzt in dem Video nicht irgendwie so rübergebracht werden können, wie zum Beispiel unsere Messergebnisse. Klickt da auf jeden Fall mal rein. Da erhaltet ihr dann nochmal mehr Infos. Genau, okay. Link ist unterm Video. Link ist unterm Video in der Videobeschreibung. Okay, dann wir sehen uns draußen. Bis gleich. So, mit der Sika 2 Pro und der R50 Pro Sika im Vergleich sind wir jetzt unter die Autobahnbrücke gegangen, um zu sehen, wie beide Lampen draußen leuchten. Genau. Wir starten am besten mit der neuen Sika 2 Pro von OLED. Okay. Gleich mal im Turbo-Modus, ne? Machen wir gleich mal den Turbo-Modus. Was jetzt noch leuchtet, das ist unsere Stirnlampe, also noch keine der beiden vorgestellten Lampen. Das ist unsere Armitech Wizard, die wir immer dabei haben. Schöne Lampe übrigens. Okay, gut, wir fangen an. Turbo-Modus, Sika 2 Pro. Aha. Wow. Es werde Licht. Ja, das wird wirklich Licht. Also man sieht schon ganz rein weißes Licht, wunderschön weiß. Tolles Kaltweiß, finde ich. Ja. Überhaupt keinen Farbstich oder sonst irgendwas. Richtig gut. Sehr flächig. Ja. Man sieht eigentlich keinen Spot. Das stimmt. Also wirklich sehr eine flächige Ausleuchtung. Wenn man hier die Säulen so anleuchtet. Super. Bis da hinten zum Graffiti dürften es so rund 50 Meter sein. Also das hintere Graffiti zwischen den Säulen durch. Die Säulen vielleicht 25, 30. Ja. Ist natürlich jetzt blöd, dass die Säulen so hell erleuchtet sind. Dadurch sieht man gar nicht, wie schön weit die Lampe eigentlich kommt. Die kommen übrigens beide
so um die 250 Meter weit. Genau, das hatten wir vorhin noch vergessen zu erwähnen, aber sind beide ungefähr 250 Meter. Genau. Gut, dann würde ich jetzt sagen, direkt mal die doch wesentlich warmweißere. Ja, die Olight R50 Pro Seeker. Genau. Ja, ältere. Das sieht man sofort. Ja, also so ein richtiger Gelbstich eigentlich. Ja, bei der ist es eher so ein bisschen gelblich, genau. Also neutralweiß, also warmweiß ist bei der glaube ich auch nicht. Ich glaube, es heißt neutralweiß. Weiß ich gar nicht mehr. Obwohl, ich weiß auch nicht genau. Ich glaube, es war warmweiß, aber ich bin mir nicht sicher. Ist auch egal. Man sieht ja auf jeden Fall, dass es wesentlich warmweißer ist. Ja. Ich gehe dann vielleicht nachher auch nochmal mit beiden Lampen vor, dass wir nicht nur die vorderen Säulen anstrahlen, weil das ist eigentlich ein bisschen blöd. Dadurch sieht man wirklich gar nicht, dass da hinten das Licht auch richtig gut ankommt. Wir stehen heute ein bisschen ungünstig, weil hinter uns Laubhaufen aufgehäuft sind. Ja, genau. Wir mussten den Standort wechseln. Genau. Gut, also das ist jetzt nochmal der direkte Vergleich. Ich schalte jetzt mal beide Lampen an und wechsle immer mal hin und her. So. Das ist die Seeker 2 Pro, das die R50 Pro Seeker. Auch im Turbo-Modus? Beide im Turbo-Modus. Ja, man sieht also auf jeden Fall einen deutlichen Unterschied in der Helligkeit und auch in der Lichtfarbe, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Selbst wenn ich hier unten auf die Erde strahle oder die beiden Säulen anstrahle. Ja. Rechts ist die R50 Pro Seeker. Genau, links die Seeker 2 Pro. Also das gelblichere Licht ist die alte R50 Pro Seeker. Ja, man sieht schon wirklich einen deutlichen Unterschied. Sehr, sehr gut. Das kann man, glaube ich, jetzt auch, wenn man irgendwie nicht sicher ist, welche soll man sich kaufen, seht ihr jetzt sehr klar, welches werden soll. Man sieht aber hier auch schön diesen, ich weiß gar nicht, sieht man es? Ja, doch. Den fluoreszierenden Ring. Ja. Den hat allerdings nur die R50 Pro Seeker. Das stimmt. Das sieht auch sehr schön aus. Also zumindest mit bloßem Auge sieht es schön aus. Auf der Kamera kommt nicht viel. Ich würde sagen, ich gehe einfach nochmal nach vorne mit den Lampen. Ja. Und leuchte vorne nochmal, wenn ich zwischen den Säulen durch bin. Ja, also würde ich mich heute entscheiden müssen, würde ich auch die neuere Version holen. So. R50 Pro Seeker ist jetzt im Turbo-Modus, oder? Ja, im Turbo-Modus. Auch hier sieht man wieder, dass das Licht deutlich gelblicher wirkt. Die Seeker 2 Pro, genau, sieht man ganz klar, es ist, wirkt heller und ja, auch kälter, deutlich kälter. Nochmal die R50 Pro Seeker, wieder das gelblichere Licht. Seeker 2 Pro, das kältere Licht. Ja, es ist ein großer Unterschied auf jeden Fall. Ja. Sagen. Das sollte es für den Vergleich gewesen sein. Genau. Vielleicht nochmal kurz auf den Boden, dass man nochmal hier kann man vielleicht die Lichtfarbe sieht. Die Lichtfarben ganz schön sehen. Ja. Hier die rechte wieder die R50, links. Das ist ja allerdings jetzt nur der High-Modus bei beiden Lampen. Das ist jetzt nicht der Turbo-Modus. Also man kann mit denen natürlich richtig genial ausleuchten. Wunderbare Fluter. Ich würde vielleicht sagen, die R50 ist vielleicht ein bisschen spotlastiger, aber minimalst. Ja, das sind beides eigentlich gute Allrounder, kann man eigentlich sagen. Also. Genau, aber schon im flutigen Bereich. Ja. Gut, es ist ziemlich kalt heute. Ja, aber wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne die Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn wir ein neues Video hochladen. Keine Sorge, das ist jetzt nicht ständig. Und dann würden wir uns für heute verabschieden. Ja, dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.